Moin und herzlich willkommen zur Casual Couture Wochenshow. Heute mit einem musikalischen Intro. Das hat den Hintergrund, dass ich euch genau dieses Intro später auf dieser Schallplatte vorstellen würde. Das ist der Plattentipp der Woche. Steht hier schon von Gorilla Biscuits, eine Platte, die mich sehr, sehr lange schon begleitet. Dazu aber später in der Sendung mehr. Außerdem heute damit dabei ein Buchtipp, hatte ich schon mal grob angerissen, jetzt habe ich mal reingeschaut, deswegen habe ich es nochmal mit in die Sendung genommen. Ich habe heute einige neue Schuhe von euch, denn wie letzte Woche schon angekündigt, die Herbst-Winter-Kollektion stehen vor der Tür. Deswegen die wichtigste Info vorweg, der Spring-Summer-Sale hat heute begonnen. Also wenn ihr jetzt online schaut oder vorhin auch bei uns im Store vorbeiguckt, jede Menge Artikel reduziert. Perfekt fürs gute Wetter, könnt ihr euch jetzt ordentlich eindecken mit neuen Klamotten. Also das ab jetzt am Start. Neue Sachen haben wir richtig viel reinbekommen von Lyon Scott. Ich erspare euch aber alles mit hierher zu bringen, weil dann würdet ihr mich jetzt gerade nicht sehen. Dazu dann gleich mehr. Dann neu habe ich in der Sendung heute Astor Flex. Hier ist ein bisschen was von LS, Reebok, Adidas, Diadora. Und Happy Socks. Das war's schon, was die Neuheiten angeht. Und damit beginnen wir dann auch gleich. Fast vergessen. Achso, hier vorweg noch. Liebe Grüße haben uns erreicht aus Mallorca. Ihr seid wirklich super und kreativ. Also nicht nur, dass ihr uns so schon immer viel Feedback gibt, auch jetzt schon im Urlaub an uns gedacht. Dafür vielen, vielen lieben Dank. Ich hoffe, der Urlaub war schön. Das Bier war kalt. Happy Socks. Kennt ihr alle? Haben wir schon ewig im Programm. Stehen vor allen Dingen für bunte, schrille Socken mit bisschen extravaganten Motiven. Coole Kollaborationen in den letzten Jahren, ob es Beatles waren, ob es Queen war, ob es Mickey Mouse hatten wir und was weiß ich alles. Es gibt aber auch bei Happy Socks eine Reihe, die nennt sich Dressed. Das sind die Socken für die Dresser unter euch. Haha, so könnte ich es jetzt sagen. Na, das ist tatsächlich die angezogene Socke, also die Anzugssocke. Deutlich dünner in der Qualität und vor allen Dingen auch im Design. Die knistern so ein bisschen, weil da noch Papier drin ist. Die Socken sind so ein bisschen, bei der kann ich es zeigen hier. Weil die hat echt so einen shiny Glanz. Ich weiß nicht, ob man es jetzt so sehen kann, aber die glänzt halt so ein bisschen. Die bestehen aus Viskose zum Großteil, ansonsten Polyester und Pyramid. Nichts mit Baumwolle oder sonstiges. Sind dadurch natürlich schön elastisch. Also auch hier oben das Bündchen, das ist richtig gut. Da wird nichts verrutschen, wenn man die hochzieht. Und haben, obwohl sie so einen klassischen Look haben, halt wirklich schöne Farbkombis. In dem Fall oder auch in diesem. Die sind ein bisschen teurer, die kosten 19,90 Euro, sind aber wirklich echt, wenn man mal ein bisschen was Schönes, Elegantes haben möchte, hier, das finde ich auch richtig geil, das Muster abgesetzt dann hier mit den grünen Spitzen, kostet auch nur 17,90 Euro. Achso, und die besteht auch aus Baumwolle, Entschuldigung, bevor ich das Falsche erzähle. Also, die glänzenden hier sind aus Viskose, diese hier bestehen zum Großteil aus Baumwolle. Und dann haben wir hier noch diese Streifen. Hier haben wir wieder die Viskose-Geschichte. Unten dann auch mit den abgesetzten. Sehr schön. Und als letztes hätte ich noch diese hier. Auch nochmal Viskose. Also, unterschiedliche. Das Ganze ist made in Portugal. Da, wo auch zum Beispiel Sandra's Love Socken hergestellt werden und so weiter. Also, die wissen schon, wie man Socken baut. Dann habe ich, wir machen erstmal die Schuhe. Traditionell sind eigentlich die Schuhe am Anfang. Ne? Brauche ich nicht viel erklären. Reebok Club C reingekommen, 89,90 Euro, diesmal hier mit Schwarz abgesetzt. Also wer so eine schöne Club C-Sammlung zu Hause hat, ne, gibt es ja mittlerweile in X-Farben, kommen auch noch mehr, dass ihr es rein weiß, also eine schön komplett weiße Tennis-Silhouette, Glattleder, coole Sache. Und dann ist der New York, ist ja schon ein bisschen länger zurück, die gelb-schwarze Variante mit dem coolen Poster war echt schnell vergriffen bei uns. Und das ist jetzt, ich würde fast sagen, der original graue Colorway, allerdings nicht mit den Originalstreifen, sondern in hellblau. Man kann auch, wenn man Bock drauf hat, die Laces hier in hellblau austauschen. Also ein bisschen sommerliches Update. Kostet 99 Euro, ab jetzt online für euch.
Und dann habe ich hier auch noch den Rückkehr von zwei Klassikern. Borg Elite, mein absoluter Lieblingsschuh, made in Italy, 199 Euro von Diadora Heritage. Gab es jetzt auch im Sommer, deswegen wer da auf ein großes Schnäppchen gewartet hat, den sei leider enttäuscht. Das ist ein Durchläufer, das ist ein absoluter Klassiker, das ist der Kultschuh auf den britischen Tribünen. Wer mal die Dokumentation Casuals gesehen hat, da wird man sehr oft auf diesen Schuh stoßen. Also, ist etwas kostspieliger, aber auch von innen hier mit Leder, das ist, also ich trage das, glaube ich, weil ich mache ja gerade mein privates Trainer-Sorting-Out, ich meine, es ist sogar der meistgetragenste Schuh, den ich so übers Jahr trage. Also, das die klassische Variante mit Gold. Dazu kommt neu jetzt in der Herbst-Winter-Kollektion die Variante mit Schwarz und da auch der Unterschied, kann ja mal zeigen, also bei dem Goldenen ist tatsächlich nur Streifengold, hinten ist weiß. Hier ist tatsächlich auch die Hacke schwarz dazu eingefärbt, also so ein bisschen Update zum normalen, kostet auch 199 Euro, auch made in Italy, feinste Qualität, seid euch ans Herz gelegt. Dann mache ich mal hier schnell, wo wir gerade beim Schuhkleid sind. Iles Filippo Badelatschen, ein absoluter Klassiker und Renner, über Jahre bei uns gewesen. Dann wurden die Vertriebsstrukturen im Hause Iles etwas geändert, sodass man nur diese Badelatschen noch kaufen konnte, wenn man auch Iles Schuhe gekauft hätte. Da wir aber keine Iles Schuhe kaufen wollen, haben wir also auch keine Badelatschen mehr für euch kaufen können. Das wurde jetzt dankenswerterweise geändert, sodass wir wieder die Filippo Badelatschen für 24,90 Euro für euch haben. Natürlich in Navy, in Schwarz, in Weiß. Und dann gibt es noch hier die Farbmix-Geschichte mit dem Blau und Weiß. Also in vier Farben, online für euch, perfekt für den Sommer. Ja, da wir ja aber bei der Herbst-Winter-Kollektion sind, verwundert es nicht, dass auch die ersten winterähnlichen Artikel kommen. Auch wenn sie teilweise anders bestellt waren. Das jetzt nochmal nebenbei. Ich fange einfach mal bei Lyle & Scott an. Also wir haben von Lyle & Scott Tonnen an Ware bekommen. Da ist auch schon ein Großteil jetzt online im Store, ist auf jeden Fall schon... ich weiß auch nicht, ob alles verfügbar ist. Es ist auf jeden Fall richtig viel da. An allen Basics, von Basic T-Shirt, Sweaty Hoodies in allen Standardfarben, in den neuen Farben. Dazu auch ein paar neue Styles dabei. Die neuen Styles werden nächste Woche voraussichtlich online gehen. Aber auch jetzt schon von den Standard-Core-Artikeln richtig viel wieder online dabei. Wir haben das diesmal schlau gemacht, oder wir waren eigentlich jedes Jahr schlau und haben die Lieferung auf mehrere Liefertermine aufgestückelt, weil wir brauchen natürlich noch nicht im Juli Winterartikel. Ja, das ist aber dann scheinbar nicht bis nach Schottland durchgedrungen, denn es wurde einfach mal alles geschickt. Deswegen, wer jetzt eine Wanderung auf irgendeinen hohen Berg plant und dafür noch ein paar schöne Handschuhe braucht, der kann jetzt schon mal hier diese schönen Wollhandschuhe, kosten 39,90 Euro, mit dem Adler drauf sich zulegen. Oder den absoluten Klassiker hier, die Wrecked Beanie, für 34,90 Euro oder dann auch die normale Beanie für 24,90 Euro in diversen Farben. Jetzt schon da. Ich glaube, Schals sind auch schon gekommen. Also, wer es ein bisschen kuschelig mag, jetzt da. Sei auch hier nur mal erwähnt. Ich werde später im Jahr, wenn es nötig ist, tatsächlich nochmal auf die Artikel eingehen. Im Moment einfach nur mal kurz gesagt. Es läuft nicht alles immer so, wie es soll. Aber kann sich auch jetzt schon eine Mütze kaufen. Dann passt das schon. Dann haben wir die Umhängetaschen von Lyle & Scott wieder reinbekommen. Jetzt bin ich mir gerade tatsächlich, da sieht man mal, wie wenig ich Umhängetaschen habe. Es gab vorher immer so eine kleinen, schönen, praktischen Taschen. Das ist jetzt eine größere Variante. Ich weiß gar nicht, ob es die schon mal gab. Ich glaube eigentlich in der Größe nicht. Die ist nämlich auch, wenn man die so ein bisschen aufzieht, da kriegt man schon echt viel rein. Vorne eine Tasche, hier oben dann die große Tasche mit Reißverschluss. Drin ist keine Unterteilung, sondern einfach ein großes Fach. Gürtel, hier der Adler ist ein Metallpatch. Gibt es in allen möglichen Standardfarben, in Weinrot. Und eigentlich habe ich hier auch für euch noch eine neue Farbe, die ist aber dann nicht gefallen. Deswegen jetzt nochmal hier ins Bild gerutscht. Das hier ist nämlich das neue Camo, was es diesen Winter
bei Leyland Scott auf diversen Artikel gibt. Ich habe es hier gleich auch nochmal auf anderen Sachen. Also das, die neue Taschen, die kosten 34,90 €. Könnt ihr euch gönnen. So, ich habe nämlich hier, oder ich fange mal hier nochmal an. Bei den Caps habe ich euch nur ein paar Farbupdates mitgebracht. Das ist die Farbe Rust. Das ist so ein, ja, Rust halt. So ein orange-braun, würde ich es mal sagen. Hinten drauf, Leyland Scott, tonal eingestickt. Vorne der Adler, kosten 24,90 € die Caps zum Einstellen hier mit der Metallteil. Dann gibt es hier so ein dunkles Grün. Es gibt so ein Blau-Grau. Und hier dann auch nochmal das Camo auf der Cap drauf. Also, wer Caps braucht, kann da auch reinigen. Und dann kommt jetzt hier die Buckethead Army. Anders kann ich nicht sagen. Also es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 verschiedene Farben an Leyland Scott Bucketheads. Das fängt teilweise echt nur bei so kleinen Nuancenunterschieden hier vorne an und geht bis zu den Klassikern und da auch natürlich dann hier noch neu jetzt die Camo-Variante. Hier ist nochmal das, was wir eben schon als Cap hatten, dann aber auch ein bisschen heller. Also, wer noch ein Buckethead braucht, ich habe jetzt hier gar keinen Preis, ich meine, die kosten 29,90 € in allen möglichen Farben der Welt. Ich würde sagen, schützt euch vor der Sonne und gönnt euch einen Buckethead. So, da ich die ganzen Artikel weggelassen habe von Leyland Scott, habe ich wirklich nur einen mitgebracht, weil das ist ein absoluter Dauerrenner bei euch. Und ich dachte mir, bevor die alle wieder weg sind und ihr meckert, dass keine mehr da sind, feature ich das Ganze nochmal. Das ist die Cargo-Hose von Leyland Scott. Die kostet 89,90 €. Haben wir schon echt ein paar Jahre im Programm. Ist hier vorne mit zwei Taschen versehen, hat dann zwei seitliche Eingrifftaschen, die mit Druckknöpfen bestückt sind. Hinten drauf dezent hier der Adler, auch gut gemacht, sodass wenn der Gürtel durchgezogen ist, der Adler trotzdem noch zu sehen. Gut, beim längeren T-Shirt wahrscheinlich nicht mehr. Die beiden Gesäßtaschen haben auch einen Druckknopf oder zwei Druckknöpfe und sind aber mit der Kappe so verdeckt, dass man sich nicht die Motorhaube verkratzt, falls man darauf rumtouren möchte. Ansonsten ist das Bein, seht ihr, ist ein bisschen schmaler geschnitten, jetzt aber nicht skinny oder sowas, aber es ist halt nicht so eine richtig bollerige Hose. Wer das mag, kann die hier unten, das geht sehr schön mit dieser Kante, kann die natürlich auch noch einmal umkrempeln, um sie ein bisschen kürzer zu tragen. Also, ist eine richtig schöne, kräftige Hose. Wie gesagt, 89,90 € haben wir, glaube ich, in drei Farben am Start und sind erfahrungsgemäß schnell leer gekauft. Ich hoffe einfach mal, dass das Lager bei Leyland Scott voll ist, sodass, wenn ihr sie schnell wieder leer kauft, ihr sie auch schnell nachziehen könnt. Ich kann es aber nicht versprechen. Deswegen habe ich die Hose noch mit reingenommen, um euch nochmal darauf aufmerksam zu machen. Wer sie kennt, weiß eh und schlägt schnell zu, falls er noch neu haben will. Alle anderen dann jetzt nicht lange überlegen. Dann habe ich heute, und zwar habe ich hier hinten noch stehen, Astor Flex, habe ich schon mal ausführlich vorgestellt, haben wir seit dem Sommer im Programm, aus in Italien, alles made in Italy für die Leute unter euch, die mal keinen Bock mehr auf Turnschuhe haben. Ein schöner Halbschuh, nee, Halbschuh ist es ja gar nicht, eine schöne, keine Ahnung, Mid-Cut. Schuh, was auch immer. Boot, ein kleiner Boot. Ich hab gerade Wortfindungsschwierigkeiten. Zu Astroflex findet ihr auf unserer Seite eine ziemlich längere Beschreibung, was diese Marke ausmacht, wo sie herkommt und so weiter. Deswegen gehe ich gar nicht mehr so lange jetzt auf den detaillierten, auf die Marke ein und so weiter. Die kosten normalerweise 159 € in der halbhohen Variante, also hier mit zwei Schnürlöchern. Und jetzt neu zum Winter, und da ist der Winter natürlich auch noch nicht da, waren auch, glaube ich, für den September bestellt, ist der Astor Flex Boot im Vergleich. Das ist dann die höhere Variante. Der besitzt, da muss ich nachzählen, 5-8 Löcher. Mal eben so nebeneinander gehalten. Also deutlich höher am Schaft. Kostet 199 €. Das hier sind die gleichen Farbtöne. Haben wir aber auch noch hier in so einem dunkleren, hier hinten mit so einer schönen Anziehhilfslasche. Ja, muss ich, also das ist, achso, was ich besonders schön finde bei der Boot-Variante, und das ist wieder so eine
italienische Spielerei, also hier ist es halt schön schlicht gehalten und hier ist nochmal ganz dezent hier vorne so eine kleine Naht drüber gesetzt. Ob die jetzt eine große Funktion hat, okay, die gibt wahrscheinlich ein bisschen mehr Stabilität hierzu, wenn man es halt wirklich hoch schnürt, aber ich finde es einfach nochmal so ein ganz kleiner, dezenter, modischer, versteckter, verspielter Hinweis. Genauso hat die Lasche hier hinten auch so kleine Einsteckereien. Mag ich persönlich sehr, sehr gerne. Auch diese in der Midsole hier nochmal, dass da nochmal so eine Linie eingearbeitet ist. Also da haben sich echt Leute Gedanken gemacht. Das sind richtig schön gefertigte Schuhe. Wie gesagt, jetzt auch als Boots für 199 Euro. Da könnt ihr mal zuschlagen. Damit bin ich mit den Neuheiten schon durch. Und wir wechseln direkt zum Musiktipp. Als Musiktipp habe ich heute euch eine Platte aus meiner Jugend, obwohl es ist eigentlich aus meiner Jugend, sondern wahrscheinlich eine der prägendsten Platten meines Lebens mitgebracht. Und dachte mir mal, oder habe ich ja letztes Mal schon gesagt, ne, ich brauche gar nichts Neues vorstellen, sondern es gibt in meinem Schallplattenschrank so viele schöne alte Alben, die für mich bis heute hin aktuell sind und vor allem immer noch eine sensationelle Aussage haben, dass ich euch einfach viel lieber davon was vorstelle und euch vielleicht so auch mal auf den Geschmack von anderer oder alter Musik bringe. Das Gorilla Biscuits stammen aus New York und gehören dem Genre Hardcore an. Vielleicht auch Melodic Hardcore, was auch immer. Ich habe das immer nicht so mit den ganzen Unterabteilungen und Schubladendenken. Für mich ist es eine Hardcore-Band. Es ist genau genommen eine Straight-Edge-Hardcore-Band. Ich erkläre euch jetzt nicht groß, was Straight-Edge ist. Darüber gibt es ganze Bücher. Das könnt ihr einfach mal googeln. Also Straight-Edge-Band und auch diese Bewegung dazu aus New York Ende der 80er Jahre. Also die Band entstand 1986, glaube ich, so ungefähr. Entscheidend ist erst, dass 1989, da waren viele von euch wahrscheinlich noch gar nicht auf der Welt, weiß ich nicht, doch natürlich. Ich war aber auch noch ganz klein. 1989 ist diese Single auf den Markt gekommen. Und auch diese Single ist schon, wenn man sie durchhört, ich wüsste jetzt gerade nicht, welcher Song scheiße ist, weil sie sind alle gut, wirklich alle gut. Und ein Jahr später dann, 1988 war die Single, 89 war die Schallplatte. Und auch bei der Schallplatte ist es so, das Intro, was ihr heute am Anfang der Sendung gehört habt, ist auch das Intro dieser Schallplatte. Und hier drauf ist eigentlich jeder Song Hit. Das Traurige ist, dass sich diese Band tatsächlich kurz nach dem Erscheinen dieser Platte dann, ich glaube so Anfang der 90er Jahre, auch erstmal aufgelöst hat und seitdem auch noch nichts wieder, außer hier dieses kleine, das ist so ein Live-Teil, was nochmal rausgekommen ist, diese Single, nichts weiter veröffentlicht hat. Dadurch ist dieses Album hier, und es zählt auch bei ganz vielen Portalen und Seiten und sonstiges als eins der prägendsten Hardcore-Alben, die es so gibt. Es ist einfach genial. Und ich habe dieses Album schon früher, keine Ahnung, in den 90ern angefangen zu hören. Ich höre das bis heute und jedes Mal, es setzt in mir Energie frei. Das hört sich jetzt alles vielleicht ein bisschen esoterisch an, aber wenn man sich so ein bisschen mit Hardcore beschäftigt und vor allen Dingen hier auch mit den Liedtexten, also hier ist tatsächlich so ein Einleger auch bei, wo die Texte nochmal drin sind, weil sie teilweise von Sif, so heißt der Sänger dieser Band, dann doch ja sehr laut gegrölt werden. Wenn man sich mit den Texten, da sind wir natürlich dann doch wieder beim Straight Edge beschäftigt, dann ist hier sehr viel Positives in dieser Platte drin. Und das wirkt sich halt auf echt alles aus. Also diese Texte könnte man zum Großteil alle auf T-Shirts printen und hätte wirklich Aussagen, die die Welt verändern könnten. Oh Gott, das ist aber tieftragend. Also, was ich sagen wollte, oder vielleicht als persönliche Geschichte noch zu diesem Album. Wie gesagt, habe ich früher in den 90ern schon gehört. Die Band gab es dann noch nicht mehr. Das war absolut meine Lieblingsplatte. Und wenn man dann sowas richtig geil mag und diese Band nie live sehen kann, ist das richtig scheiße. Kann ich nicht anders sagen. Es ist dann in den 90ern irgendwann war es so, dass Ziff nochmal solo was gemacht hat. Also der hat eine eigene Band gegründet, die auch Ziff hieß. Das war sehr viel melodischer, das Ganze. Mochte ich auch total gerne. Die waren dann, meine ich, auch mal Vorband bei Sick of It All oder sowas. Und da wurden am Ende dann von dem Gig, wurden glaube ich 3 Songs von Gorilla Biscuits gespielt. Und das war für mich das erste Mal mit dem Originalsänger, auch dass ich diese Songs live gesehen habe. Und das war damals in der Fabrik hier in Hamburg. Da bin ich schon mal völlig ausgerastet vor der Bühne, was schon mal cool war.
Und dann hat es tatsächlich bis zum Jahre 2007 gedauert, dass es wieder eine Europatournee gab. 2005 gab es nochmal so eine Soli-Aktion für das CBGBs, ganz berühmter Musikclub aus New York, den es heute leider nicht mehr gibt, wo alle möglichen Bands, die dort früher schon gespielt haben oder diese ganze Szene nochmal aufgetreten sind, um Geld zu sammeln. Da hat sich die Band dann quasi nochmal, oder hat sich die Band wiedergefunden, hat dann 2006 genau so ein paar Konzerte in den USA gespielt und 2007 sind sie dann endlich hier nach Europa gekommen, unter anderem ins Grünspan nach Hamburg. Für mich war das damals so, dass ich tatsächlich nur so ein sporadischer Konzertgänger war zu der Zeit. Aber da dachte so, nee, das kann ich mir nicht entgehen lassen. Da muss ich unbedingt hin, bin da völlig entspannt. Damals hingegangen mit meiner Ex-Freundin und da war das Grünspan, kennt ihr viele von euch vielleicht gar nicht den Club, ne? War auf jeden Fall noch anders aufgebaut. Ich bin da reingegangen, vorne war so eine Sitzecke, dachte so, ach komm, wir bleiben hier ganz entspannt. Hatte sogar auch meine Jacke über dem Arm. Und meinte dann so zu ihr, ja komm, wir gucken uns das hier von ganz entspannt an. Ich will die nur einmal live sehen, vielleicht nachher bei ein, zwei Songs nochmal Gas geben. Und es fing halt an, das Konzert. Und deswegen komme ich auf dieses Konzert, weil ich sagte, das drauf ist jeder Song Hit. Und es fing an und ist das, was in mir passiert, wenn ich diese Platte höre, passiert auch direkt dort auf dem Konzert. Also ich bin direkt mit den ersten Takten, habe ich ihr meine Jacke in die Hand gedrückt, habe gesagt, ich komme gleich wieder. Und bin dann am Ende des Konzerts mit blutiger Lippe wiedergekommen. Also das war es auch bis heute eines der geilsten Konzerte, was ich jemals erlebt habe. Ich habe komplett die ganze Nummer durchgepokt und geil. Werde ich heute noch echt sentimental, kann ich anders sagen. Seitdem sind die noch ein paar Mal auf Tour gewesen. Ich glaube jetzt auch immer noch mal locker. Ich habe keine Ahnung, also als Neues auf Vinyl oder auf CD gibt es nicht. Man kann das Ganze streamen, das habe ich schon geguckt. Man kann aber auch diese Schallplatte als Reissue sich bestellen. Als CD ist das sogar noch ein bisschen besser, weil auf der CD sind nicht nur die Songs von der Platte, sondern auch von der EP mit drauf, meine ich. Und vielleicht sogar noch ein, zwei Bonus-Songs, ich weiß nicht. Es ist auf jeden Fall ein überschaubarer Katalog, was die an Songs gemacht haben. Aber wie gesagt, jeder Song ist absolut ein Hit. Die Inhalte sind halt geil und ja, man muss jetzt nicht unbedingt Straight Edge sein und sich mit diesem Ganzen befasst haben. Was vielleicht wichtig noch ist, und deswegen mochte ich diese Band auch immer gerne bei dieser ganzen Straight Edge-Bewegung. Also ich muss dazu sagen, ich selber bin seit, wie alt bin ich denn schon? Gute Frage. Ich glaube seit wahrscheinlich doch 26 Jahre. 26 Jahre bin ich, glaube ich, Straight Edge. Ich habe aber auch vorher nie wirklich, also beim Straight Edge einfach nur im Groben. Ne? Es geht halt darum, so ein positiver Lebensstil, so würde ich es einfach mal bezeichnen. Ne? Ohne Drogen, ohne Alkohol, ohne sonstige negative Einflüsse. Einfach so eine positive Bewegung, so nenne ich es jetzt mal. Ich will es aber auch gar nicht jetzt in Stein meißeln, weil da habe ich ein Problem mit. Ich habe mich auch nie als Straight Edge bezeichnet. Ich habe Symbol ist halt so ein X auf den Händen damals, was damit zu tun hat in den USA. Wenn du unter 21 bist, darfst du keinen Alkohol trinken und kriegst bei ganz vielen Clubs dann eine entsprechende Markierung, weil du darfst ab 18 in die Clubs, darf aber noch keinen Alkohol trinken, eine entsprechende Markierung auf die Hände gepresst, damit du halt der Barmann weiß, okay, der ist noch nicht volljährig, also 21, und darf nichts trinken. Das wurde dann adaptiert mit diesem X auf den Händen. Ich gucke gerade mal, ob hier irgendwas im Foto zu sehen ist. Ja doch, hier sieht man es noch ein bisschen hier drauf, wie der Sänger halt dieses X auf der Hand trägt. Ich habe das auf meinem Knie tätowiert, allerdings auch echt richtig spät irgendwann gemacht und tatsächlich auf meinem Knie, das sieht man eigentlich nie, weil es für mich so eine persönliche Geschichte ist, weil, und da kann ich vielleicht kurz noch doch ein bisschen ausholen, ich hasse halt Menschen, die der Meinung sind, die müssen irgendeinen Lebensstil an den Tag legen und müssen den allen anderen Leuten überstülpen, und das war so ein tatsächlich auch dieser negative Fakt in der Straight Edge-Geschichte früher, dass alle Leute, die Straight Edge waren, irgendwie meinten, sie sind irgendwie bessere Menschen als andere Menschen. Und das ist halt überhaupt nicht der Fall. Es sollte halt jeder für sich seinen Lebensweg wählen. Und ich wäre der Letzte, der irgendjemand für seinen anderen Lebensweg, solange er damit keine anderen Menschen schädigt, irgendwie kritisieren würde. Und das hat diese Band halt auch immer so propagiert. Die haben halt sehr viel coole, positive Texte gemacht, aber die haben halt auch andere Leute auf ihren Konzerten willkommen geheißen, wo es bei anderen Shows tatsächlich sehr hart zur Sache ging und auch, was weiß ich, Menschen, die da dann ein Bierchen getrunken haben, entsprechend angegangen wurden. Da habe ich kein Verständnis für, ist halt so. Deswegen aber nochmal ausgeholt, dass ich diese Band wirklich schätze. Es vielleicht, also einerseits bedauere, dass nicht mehr rausgekommen ist, andererseits ist einfach geniales mit so wenig Schallplatten
oder so wenig Songs so ein Vermächtnis zu hinterlassen, das dafür tiefsten Respekt. Also meine Musikempfehlung heute, hört da mal rein, Gorilla Biscuits, holt euch das Album oder sonstiges, einfach mal reinhören. Ihr werdet es lieben. Nein, es ist nicht jedermanns Musik, aber tatsächlich, ihr werdet es lieben. Dafür an dieser Stelle einfach auch nochmal, ich finde es sensationell und scheut dann nicht, auch wenn ich manchmal verzögert antworte. Ich finde es wirklich sensationell, wie viel Feedback ich kriege und auch, dass ich es tatsächlich schon geschafft habe, mit meinen Musiktipps hier euch zu Musik zu inspirieren. Das stimmt mich tatsächlich glücklich und erfreut mich, dass ihr jetzt da ein bisschen meinen Musikgeschmack teilt. So, weg von der Musik hin zum Buchtipp. Und am Ende ist mir gerade eingefallen, am Ende habe ich tatsächlich auch noch ein kleines Gewinnspiel. Ich habe sogar zwei Gewinnspiele. Ha, das erste bauen wir jetzt mal kurz ein. Also bevor ich zum Buch komme, ich habe nämlich hier noch was liegen. Und zwar ist das der Spring Summer 021, also 2021 Katalog von CP Company. Den, ich weiß nicht, ob man immer bekommt, aber die gab es, glaube ich, exklusiv, wenn man über den CD Company Shop bestellt hat. Das ist ein wunderschönes Magazin, wo auch hier drin tatsächlich coole Stories sind. Also hier ist die Jacke, die wir bei uns auch hatten. Hier geht es um diese Landscape-Geschichte. Die hatten wir nicht bei uns im Programm, die Jacke. Ich gucke mal, ob sie hier abgebildet ist. Genau, das war die Jacke. Und dann, wie sich quasi die Gestaltung des Designs zusammengesetzt hat, ist hier sehr schön dargestellt in einem Artikel. Auch sonst wie hier nochmal zur Rainforest Foundation, wo CD Company aktiv ist, mit tatsächlich sehr schönen Fotografien und immer dazu auch entsprechenden Inhalten. Ne? Hier nochmal zur Metropolis-Serie und so weiter. Das ist wirklich ein echt schönes Magazin. Ich glaube, dass es so nicht zu kaufen war. Ich habe davon noch ein paar hier rumliegen. Also, wer so ein CP-Magazin haben möchte, machen wir wie jedes Mal in die Kommentare unter diesem Video schreiben. CP Company am besten. Genau, einfach CP Company unterschreiben und wir gucken uns dann ein paar von euch aus und schicken euch so ein Magazin hier zu. Kann ich echt nur empfehlen, wer Bock auf CP Company hat, dem sei das echt empfohlen. Wie gesagt, gibt es nicht zu kaufen. Ha. Jetzt aber zum Buchtipp und den könnt ihr tatsächlich kaufen. Ich habe vor ein paar Wochen schon mal, als sie alle gekommen sind, euch das vorgestellt. 40 Jahre Taschen war letztes Jahr soweit. Großes Jubiläum im Hause Taschen. Wir haben ja die Taschenbücher schon ein bisschen länger bei uns. Die kennt man eigentlich so großformatig und auch ja, 50 Euro ist vielleicht günstig. Die meisten liegen dann doch schon im höheren Preis, sind dafür aber auch immens groß, inhaltsstark. Gut recherchiert, geile Fotografen. Also das ist nicht nur was fürs Regal zu stellen, sondern auch hat in der Regel richtig viel Inhalt. Sie sind allerdings immer sehr schwer zu lesen. Also wenn ich hier so einen riesen Wälzer habe, ich habe zum Beispiel eins Jazz Life heißt das. Das ist echt so ein Ding, das, also kannst es nicht halten. Du musst es am besten an so einem Stehpult lesen, glaube ich. Deswegen sind zum 40-jährigen Jubiläum diese kleinformatigen Bücher rausgekommen, was quasi eine komprimierte Version von großen Bänden ist, die sie in der Vergangenheit schon mal aufgelegt haben. Ich habe euch heute daraus nochmal mitgebracht, der Pate, das Familienalbum, weil wir waren eben schon bei Gorilla Biscuits in New York, also bleiben wir in New York, diesmal filmtechnisch. Der Pate als Film, ich sollte ja auch mal Filmtipps machen, wer das nicht kennt, die Trilogie auf jeden Fall mal anschauen. Das sind wirklich Meilensteine, was ja nicht nur Mafia-Filme, sondern Allgemeinfilme angeht, ne? Von Martin Scorsese damals verfilmt das Ganze. Die Bücher basieren auf, also es gibt Bücher als Vorlage von Mario Puzo und Scorsese hat das Ganze dann als Filme umgesetzt in drei Teilen, wie ich eben schon sagte. Das Buch hier ist, ich versuche das mal zu zeigen, besteht natürlich auch aus sehr, sehr viel Bildmaterial. Und da ist vor allem spannend, dass sehr viele Bilder da auch zwischen sind, die abseits der Kameras entstanden sind. Also tatsächlich so eine Making-of-Geschichten. Dazu ist auch viel Interview. Oh, jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, ob die von Martin Scorsese sind.
Es gibt zu viele Mafia. Ich habe die auch lange nicht mehr geguckt, muss ich gerade sagen. Ich würde eher sagen, weil ich es gerade hier gelesen habe, dass sie tatsächlich von Francis Ford Coppola gemacht wurden, zumindest der erste. Also da entschuldigt bitte, es geht hier auch gerade gar nicht um den Filmtipp, sondern tatsächlich um das Buch über die Filme. Und da kann man jetzt natürlich auch nachlesen und mich dann Lügen strafen, dass ich hier falsche Wahrheiten gesagt habe. Auf jeden Fall, wer da, also das Marlon Brando mitspielt und Al Pacino und Robert De Niro und noch viele, viele andere, das brauche ich jetzt nicht groß nochmal nachlesen, das ist bekannt. Es sind tatsächlich wunderschöne Sachen, die auch aus alten Sachen, also wenn ich jetzt hier gucke, ne, eine Art Home Movie heißt dieses Kapitel. Und das ist original erschienen 1971 in der New York Times. Und dementsprechend sind hier halt auch alte Texte zu diesen ganzen Geschichten drin. Also es ist jetzt nicht alles neu nochmal erfunden und geschrieben, sondern es ist echt viel Inhalt, viel Text, viel Bilder für drei großartige Filme. Und jetzt kommt nämlich das Beste. Ich sagte es am Anfang, dass so Taschenbücher richtig teuer sind. In diesem Fall kostet das Buch schlappe 20 Euro. Und für 20 Euro kriegt man hier wirklich so einen dicken Wälzer. Wir haben davon noch andere Titel, also aus der 40 Jahre Taschenserie. Also schaut mal rein. Der Pate kann ich euch wirklich nur empfehlen. Und die Filme sowieso, auch wenn ich gerade nicht weiß, genau wer welchen Film als Regisseur begleitet hat. Na gut, damit bin ich fast durch, denn ich habe eben schon gesagt, ich habe hier noch eine kleine Überraschung für euch. Und zwar sind wir nach wie vor immer am Umkrempeln im Lager und da habe ich diese kleine, bescheidene Postkiste gefunden. Und in dieser Postkiste befinden sich Lager und Schreiber, deswegen trage ich heute auch dieses T-Shirt, noch ein paar von unseren damaligen 5-Euro-T-Shirts. Hier ist eins M, hier habe ich 2XL, nochmal M. Also, das sind nicht viele, das sind insgesamt 5 Stück in verschiedenen Größen und verschiedenen Farben. Die stelle ich jetzt online. Das heißt, wer diese Sendung jetzt guckt, hat die Chance, direkt sich so ein T-Shirt noch zu ergattern. Sind 5. Wenn diese weg sind, sind sie weg. Grundsätzlich planen wir aber gerade sehr viele neue Sachen im Rahmen unserer Kollektion. Vielleicht gibt es da auch noch eine Neuauflage von den Sachen, dann allerdings nicht für 5 Euro. Das war eine einmalige Geschichte. Das schauen wir mal. Also, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Heute scheint die Sonne nach viel Regen. Genießt also das Wetter. Hört hier mal in die Platte rein. Bestellt euch das Buch oder schaut euch die Filme ein, wenn es das nächste Mal wieder regnet. Bis dahin, wir sehen uns. Cheers.